angekommen am Spot, hat es relativ stark gewindet. Wir hatten über einen halben Meter Welle. Sprich, ich war froh, dass ich erstmal in Ruhe meine Drehstangen, meine Befestigungsstangen ins Wasser geschraubt habe, beziehungsweise in den Boden. Bin hier relativ nah am Ufer, ihr seht das. Hat den Grund, da hier der Wind drauf drückt bzw. lang zieht an dieser Landzunge, die hier so rausgeht, und ich hier die Fische vermute. Ich habe abgelegt in 3 Meter, 2 Meter, direkt am Schilf auf einem halben Meter, dann nochmal einen Meter, wo es ein bisschen härterer Boden war. Habe hier und da Craveballies gefüttert, angel die als Snowman, als 26er, Pop-Up, je nachdem. Probiere erstmal alles aus, wenn hier nichts beißt, move ich morgen direkt weiter. Das ist recht easy mit dem Benziner, da ich irgendwie gar nicht auf Batterie oder was auch immer achten muss. Benzin habe ich 20 Liter dabei, das reicht für eine Ewigkeit. Ja, so schaut's aus, und jetzt bin ich gespannt, was bis in den späten Abend noch läuft. Da Tackle immer wieder interessant für euch ist, hier meine Routen, die ich bei diesem Trip dabei habe. Das sind einmal die Diver Cast Ism Routen in 10 Fuß und 3 Lips. Relativ weiche Routen, gefällt mir vom Boot aus ganz gut. Hier drunter hängen die Diver Tournament ISO QDA BE. Eine Long Distance Rolle definitiv, die relativ wenig wiegt. Und drauf gespult habe ich auf diesen beiden hier eine 50er Exela. Das sind meine beiden Routen, die ich direkt vorm Schilf bzw. im Schilf angel. Da möchte ich keinen Schlagschnurknoten haben, wo sich irgendwas vertüddeln kann, wo sich Kraut fangen kann oder so. Habe ich auf den anderen beiden Routen, die mehr Richtung Freiwasser liegen, habe ich eine Diver J-Braid in 18 Millimeter drauf, also 0,18, und hat eine Tragkraft von 12,5 Kilo, glaube ich. Und damit kann ich natürlich ganz andere Distanzen beangeln. Brauche ich in der Regel beim Bootsangeln nicht, aber es kommt immer wieder vor. Genau. Schöne Routenrollenkombination, die ich hier dabei habe, und kann damit alles anangeln, was ich sonst auch anangel. Ja, kurzes Update von meiner Seite. Ich war oder bin seit Mittag hier vor Ort auf dem Platz. Habe nichts springen gehört durch die starken Wellen, Motorboote und was sonst noch so rumgecruised ist. Habe jetzt noch circa eine Stunde, anderthalb, in der ich angeln kann. Jetzt ziehe ich meine Routen raus, gehe auf einen anderen Platz bis morgen früh und komme direkt wieder und angel nochmal die Morgenstunden. Sprich, eine Stunde vor Sonnenaufgang liegt dann schon wieder alles. Ist natürlich anstrengend, aber so ist das Regelwerk. Kann man nichts machen. Muss man sich für entscheiden, ob man das will oder nicht will. Und ja, morgen, beziehungsweise mal schauen, was jetzt noch passiert. Ihr bleibt dran, und wenn was passiert, seht ihr es auf jeden Fall. So, GoPro ist ausgegangen, dafür ist der Fisch noch dran. Habe ich hier hinter mir vom Schilf gefangen, gute 10 Meter weg vom Boot. Ja, schöner Einstand, auf jeden Fall. Werd aber trotzdem moven, damit die Frequenz. Gestern Abend ist nichts passiert, heute Morgen halt dieser eine Fisch, ja, einfach zu wenig ist. Weiter geht's.
kleines Update von meiner Seite. Die Motorboote fahren hier Rennen, Wasserski, Wakeboard, alles ist dabei. Ja, meine Befestigung mit den Stangen, die hält ganz gut. Setze ich ja gerade zum ersten Mal ein, anstatt der Fehlpunktverankerung. Ich bin echt überrascht. In großen Flachlandseen wie hier in Nordfrankreich ist es auf jeden Fall sinnvoll, solche Stangen zu verwenden. Meine sind 4 Meter tief. Ich habe ca. 1,50 Meter Wassertiefe. Deswegen gucken die momentan so weit raus. Ja, sonst genieße ich hier die Zeit und werde nochmal gleich eine Runde baden gehen. Weil es einfach super, super heiß ist. Um die 30 Grad. Dann wahrscheinlich die Fische auch keinen Bock. Deswegen erst in den Abendstunden oder wie heute Morgen ganz früh in der Morgenröte. Boah, beim Bootsangeln ist natürlich, dass man schön schwimmen gehen kann. Es ist heiß und es ist Sommer, also. Puh, das war ein anstrengender Tag. So viele Boote habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und die haben alle so Gas gegeben, waren unermüdlich. Jetzt ist nur noch eins da. Ich habe meine Routen gerade wieder neu gelegt. Alles liegt gut für die letzten Stunden hier. Ihr seht es eventuell im Hintergrund, die Sonne geht langsam unter. Wir bleiben noch 1-2 Stunden zum Angeln. Und dann hoffe ich, dass auf jeden Fall heute noch was beißt. Das wäre der zweite Fisch. Hab den einen heute Morgen gesehen und ja, sonst geht es morgen früh weiter. Ich denke, morgen früh werde ich diese Stelle nochmal angeln, weil die Motorboote erst so ab Mittag oder so kamen. Und ja, dann werde ich definitiv in eine ruhigere Bucht tagsüber moven. Kleine Überraschung, ein Kumpel von mir kommt vorbei. Ich freue mich sehr, der Melfhunter. Sehr cool, werden die nächsten Tage zusammen verbringen. Alleine auf dem Boot ist eine feine Geschichte, aber wenn noch ein zweiter da ist mit seinem Boot, ist natürlich noch ein bisschen besser. Zu zweit hat man immer mehr Spaß. Und mit dem Melvin habe ich schon das eine oder andere Mal geangelt. Eventuell habt ihr ihn schon gesehen in meinen Videos. Feiner Kerl, junger Angler, guter Mann und ja, später mehr. Wen höre ich denn da? Hört ihr das Brummen? Das ist ein kleiner Viertakter. Jo, der Melfhunter kommt. Kann nur erstmal kurz chillen. Auf Bierchen, jo. Hast du eins oder was? Ja, und zwar kalt, Bingo. Ja, warte mal, ich mach die Lampe erstmal, ne? Nix liegt. Ja, perfekter Zeitvertreib. Einfach eine von den 4 Routen rausnehmen und dann ein bisschen mit dem Gummifisch werfen oder mit dem Spinner. Macht richtig Bock, ein bisschen Barsche zocken, Hechte und eventuell sogar einen Zander erwischen. Wenn ich den erwische, der kommt definitiv in die Pfanne, ein bisschen Butter und dann ist das richtig, richtig schmackig. Melvin ist da, hat auch nichts gefangen, beziehungsweise einen kleinen Waller. Und ja, wir moven jetzt wieder
und ja, gleich geht's weiter. Mir, mein Motor läuft irgendwie nicht, geht an, geht aus, geht an, geht aus. Daher schleppt mich der Melvin gerade ab. Saugeil, ab zur nächsten Bucht, die wir gerade wieder auschecken. Mal gucken, ob wir dann da bleiben. Puh, es ist so warm, Wahnsinn. Der Ventilator ist einfach mal richtig geil. Verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung unten. Gibt's bei Amazon für einen schmalen Euro. Sehr, sehr praktisch. Mit einem Rig fische ich hier einen Crave Boilie und dann einen Sweet Tiger Fluoro Pop-Up in Gelb obendrauf, 15 mm. Ja. Kleinen Haken, 142 Gramm Blei hier von Korda, am steifen Material, am Camo, vorne flexibel, kann er schön drehen, perfekte Sache. So, meine Plätze, die suche ich mir im Endeffekt gar nicht so nach dem Echolot an diesen Flachlandseen, sondern einfach, wo der weiche Boden auf den harten Boden trifft zum Beispiel, das ist fantastisch, das dauert natürlich viel länger. Als wenn man jetzt schön schnieke mit dem Echolot rumfährt, aber meistens sehr effektiv. Ja Leute, ich bin immer noch dabei. Der Wahnsinn. Bestimmt schon eine halbe Stunde, vielleicht auch länger. Klopfe ich hier jeden Zentimeter ab. Noch nichts gefunden. Weiter geht's. Drauf. Fertig. Junge. Oh mein Alter, erster Run zum Glück und auch bekommen den Fisch, Alter. Richtig geil. Was ist passiert? Moin, Alter. Endlich nach dem dritten Tag haben wir beide den Fisch gecatcht. Du ein bisschen schöneren als ich, aber die werden jetzt erstmal abgelichtet. Sehr geil. Congrats, geil, mein Lieber. Alter. Ja. Nice, Melvin. Schöner Fisch. Geil, Alter. Halleluja. Sehr schön. Und zurück mit dem Lachs. Egal wie eine Waage rumliegt, heißt es eigentlich nur eins: Das war ein erfolgreicher Morgen. Und zack, da ist er. Gerade gecatcht, wieder die GoPro vergessen zum Drill. Sehr, sehr schade, aber egal. Der Fisch ist in der Schlinge und wird gleich abgelichtet. Super. Ja, schöner Spiegler am Morgen.
sehr geil. Kam auf dem 26er Crave. Ja, mitten vorm Schilf. Weggefangen. So darf das gerne laufen. So, da wir in Frankreich sind, kann der Gute wieder zurück. Der Stirnnacken. Sehr geil. Geankert wurde hier mit Ankerstangen, die sind 4 Meter lang. Wir haben 2,50 Meter Tiefe, 50 cm reingebohrt und die Stangen gucken dann noch einen knappen Meter raus. Echt ein gutes System fürs flache Ankern, also alles unter 3 Meter ist definitiv gut zu ankern mit solchen Stangen. Hält auch bei größeren Wellen, egal ob von Sportbooten oder von Sturm. Sehr, sehr praktisches Produkt gibt es hier bei Timmys. Das ist ein Niederländer. Findet ihr in der Videobeschreibung. So, leckere Pancakes hier heute Morgen. Läuft bei uns, würde ich sagen. Sehr, wow. Sehr nice. Wow. Wow. Ich habe mich gefragt, was man macht, wenn Gewitter kommt. Das ist jetzt die Situation. Es kommt mindestens ein heftiger Schauer. Ihr seht, hinter mir, um mich herum, es windet. Man merkt, dass die Luft fängt richtig stark an. Und jetzt wäre eigentlich so der Zeitpunkt, um zu sagen, steht man richtig mit dem Boot? In diesem Fall stehe ich nicht ganz optimal mit dem Boot, muss ich sagen. Ich habe mich hier verankert mit den Ankerstangen zu den Wellen hin von den Sportbooten und nicht mit dem Wind gerechnet. Sollte aber dennoch kein Problem darstellen, da ich wirklich fest verankert bin. Generell ist es so zu sehen, wenn man ein Gewitter ausgesetzt ist, was zufällig oder irgendwie überraschend kommt, muss man das aussitzen. 4 Anker lösen plus 4 Routen ist eigentlich fast unmöglich. Und dann auch noch wieder verankern, das geht oftmals gerade im Sommer innerhalb von Minuten, dass sich so ein Gewitter, Ungewitter aufbaut. Und da muss man einfach schottendicht, Zelt zu und innen drin aussitzen. Natürlich, vorausgesetzt, man ist gut verankert sonst. Im Notfall Schnüre kappen oder schnell reinrollen und dann Richtung Ufer fahren. Das ist mein Gewittertipp an euch. So, gerade noch gesagt und ja, dass wir falsch oder beziehungsweise ich falsch zum Wind stehe. Was haben wir gemacht? Kurz entschlossen, gerade war so eine paar Sekunden Wind ein bisschen weniger und haben wir einfach rechts und links die Ankerstangen gelöst, kontrolliert natürlich, vorne gelassen, uns mit dem Wind treiben lassen, sprich das Heck jetzt wieder aus dem Wind raus, die Spitze, den Bug in den Wind, Ankerstangen wieder runtergedreht, zack, zack, keine Routen rausziehen müssen. Das ist natürlich der Optimalfall. Daher definitiv ein dickes Plus für die Ankerstange. Das geht mit der 4-Punkt-Verankerung so nicht. Da müssten erstmal 3 Anker gelöst werden. Da ist er, der vermeintliche Abschlussfisch. Jawohl. Sehr geil. Der Melfhunter hat uns den letzten Morgen hier gerettet. Geil.
den Fisch noch. Hast du den eigentlich aus dem Freiwasser gezogen, oder? Freiwasser, zum Glück. Sehr nice, sehr nice. Fettes Petri, mein Lieber. Schöner. Da können wir doch zufrieden heimfahren. Yes. Und zack, sind 4 Tage schon wieder rum. Wir haben 4 morgende, Tage, Abende geangelt. Alles gegeben, immer wieder gemoved, hin, her. Also richtig Strecke hinter uns gelegt. Haben als einige schöne Fische fangen können. Ich bin richtig happy damit. Bei 36, 33 Grad war das nicht anders zu erwarten, dass es nicht so flüssig läuft wie jetzt im Herbst oder im Frühjahr. Egal. Zufrieden können wir auf ein paar schöne, entspannte Tage zurückblicken. Fisch war da, wir hatten echt gute Zeit, haben wieder was dazu gelernt. Und ich möchte mich damit bei euch fürs Zuschauen bedanken. Abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, auch einen Kommentar, falls euch irgendwas interessiert, ihr irgendwas gesehen habt, zu dem ihr Fragen habt. Super, super gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Tja, da werde ich abgeschleppt, würde ich sagen. Motor läuft nicht mehr. Ja, so schaut das aus, wenn man abgeschleppt wird. Mein Motor läuft nicht mehr. Ich denke mal, Vergaser sitzt zu oder so. Das kann ich jetzt hier ohne Werkzeug, was ich nicht dabei habe, nicht regeln. Daher bin ich froh, dass ich ein Spezel habe. Merci, Mail Fanta. Und ja, jetzt geht's heim.